Ja, hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem YouTube-Channel. Wie ihr seht, bin ich ein bisschen wie Gera gekleidet. Ich bin gerade nur mal kurz zum Getränkemarkt unterwegs, mehr oder weniger. Und möchte euch allerdings noch ein weiteres Video von den C-Days vorstellen. Ich hatte das Glück, dass ich mich mit meinem Kollegen Michael Starowski über das ganze Thema Autopilot unterhalten konnte. Und jetzt werden wahrscheinlich einige Projektleiter sagen von euch, oh mein Gott, ey, das hat ja gar nichts mit Projektmanagement zu tun, kann ich verstehen. Aber das Thema gar nicht mal so uninteressant ist, denn der Michael erklärt relativ interessant, wie ihr zum Beispiel auch den Project Client, wenn ihr eine größere Organisation habt, nicht nur einen Arbeitsplatz, ja, bequem auf andere Arbeitsrechner verteilen könnt. Wenn euch das Thema interessiert, ganz einfach hier in die Shownotes reinschreiben oder ganz einfach mir eine Mail schreiben und ja, dann kommen wir ganz normal auf euch zu. Lasst auch gerne einen Kommentar unten und ich freue mich schon auf den nächsten Vlog. Ich hoffe, euch gefällt's. Bis dahin, euer Torben. Ciao. Stacho, du machst doch Autopilot. Ja, absolut. Sollen wir uns mal drüber halten, was das ist? Ja, liegen gerne. Okay, dann nehmen wir uns gleich, oder? Cool, freut mich. Hi Michael, ich habe dich mit der Treppe mal angesprochen. Ja. Du machst Autopilot. Genau. Kannst du mal ein bisschen was zu Autopilot erzählen, was das überhaupt ist? Ganz ketzerisch gesagt ist es die Ablösung vom SCCM 2026. Was ist der SCCM? SCCM ist der System Center Configuration Manager. Das ist die On-Prem-Variante, um Geräte zu provisionieren, zu deployen und letztendlich den Usern zur Verfügung zu stellen. Heißt also, wenn ich zum Beispiel Microsoft Project hätte, ja, dann könnte ich quasi mit Autopilot Microsoft Project meinen Usern in der Organisation bereitstellen. Genau, nur halt eben, dass es nicht wie beim SCCM über On-Prem geht, sondern dass es letztendlich über die Cloud komplett gemacht wird. Der Autopilot ist letztendlich derselbe Prozess, nur dass halt eben alles letztendlich über die Cloud abgewickelt wird. Ne, du kannst einen PC dir nach Hause liefern lassen und über deine Organisation kriegst du dann über deine heimische Internetleitung letztendlich komplett alles aus der Cloud und kannst dann nach einer halben Stunde ungefähr deinen Rechner einsetzen und damit arbeiten. Super. Und darüber ist dein Vortrag heute. Genau. Dann würde ich einfach mal sagen, hören wir uns doch den Vortrag mal an, ja, oder? Gerne. Gut, dann gehen wir mal da rein. Bis dann. Ciao. Ja, dann von meiner Seite aus herzlich willkommen hier zu meinem Vortrag Modern Deployment Magic mit Microsoft 365 und dem Windows Autopiloten. Mal kurz in die Runde gefragt, wem sagt das Thema denn schon etwas so grob? Wem sagt das noch gar nichts? Okay. Danke dafür. Ja, zu meiner Person, Michael Stachowski ist der Name. Ich bin vom Systemhaus Köln, dort angesiedelt im Microsoft Kompetenzcenter und beschäftige mich vorrangig mit Modern Workplace Solutions, mit Microsoft 365 und dort spezialisiert halt eben dann Microsoft Intune, die Security Features von Microsoft 365 und halt eben auch die Autopilot Deployment Technologie. Die Agenda sieht wie folgt aus. Ich werde ein wenig zum Thema disruptive Technologie sagen. Danach so ein wenig überleiten zu dem Thema Transformation versus Deployment. Werde dann darüber hinaus dann erklären, was ist der Autopilot, wie funktioniert der Autopilot, welche Status Quo-Szenarien sind aktuell abbildbar und werde dann nach einer kleinen Klick-Demo einen kleinen Ausblick geben, was in Zukunft noch kommt, beziehungsweise was jetzt aktuell im Preview ist und dann halt eben auch schon ausgetestet werden können. Und falls dann halt eben Fragen sind, können diese dann gerne im Nachgang geklärt werden. Disruptive Technologie finde ich immer ein sehr schönes Thema. Jeder benutzt es immer ganz gerne. Ich habe mal zwei Bilder mitgebracht, die das Ganze sehr schön symbolisieren. Wenn man sich so ein bisschen in das Mittelalter mal zurückversetzt und überlegt, wie sind Leute letztendlich von A nach B gekommen, dann kommt man zwangsläufig auf dieses schöne Bild. Ne? Alles ging mit dem Pferd, war natürlich etwas langsamer als heute, alles etwas entstresster. Ne? Aber so nach und nach gab es dann halt eben die Erfindung des Ottomotors und mittlerweile sind wir halt eben eher so Richtung Dieselfahrzeugen. Ne? Das erinnert sich jetzt auch wieder ein bisschen mehr Richtung Elektrofahrzeuge. Ne? Aber das ist letztendlich ein Sinnbild für disruptive Technologie. Ne? Das Pferd ist letztendlich immer schneller und immer mehr aus dem Straßenbild verschwunden. Ne, Autos sind letztendlich hinzugekommen und irgendwann sieht man halt eben gar keine Pferde mehr, außer wenn es vielleicht noch eine Hochzeit oder so ist. Ne, da sieht man sie noch mal. Aber sie sind letztendlich eigentlich nicht mehr als Fortbewegungsmittel vorhanden. Ne.
Was hat das Ganze jetzt mit Transformation zu tun? Auch da hat es letztendlich Entwicklungsprozesse gegeben. Alles fing, sagen wir mal, mit dem SUSE ungefähr an, 1937 war das. Das war noch so ein Riesenteil und ich weiß nicht, konnte man nicht viel mitmachen. Und dann kam man eben irgendwann so in die 95er-Zeit, kamen dann schon die ersten Rechner mit Windows 95. Da fing das Ganze dann an. Mittlerweile sind wir eher so bei kleinen 2-in-1-Geräten. Und jetzt die Entwicklung, die kommt, ich meine, man sieht so ein bisschen Foldable-Smartphones und alles ist irgendwie mit der Cloud verbunden und auch irgendwo immer ein Stück weit AI ist ein Thema, was immer mehr Einzug erhält. Wenn wir jetzt mal die Security-Features von Microsoft nehmen, die sind auch AI-infused. Windows Defender ATP sei hier mal genannt als Beispiel. Viele Prozesse werden mittlerweile automatisiert und wir haben letztendlich auch schon so die Anfänge von Quantencomputing, die wir sehen können. Da stehen wir aber allerdings ganz, ganz weit am Anfang. Das jetzt mal so ein bisschen überträgt, wie hat man oder wie wird heutzutage teilweise auch noch ein Windows-PC deployed? Wir haben in der Regel eine Testmaschine, dann wird basierend auf dieser Testmaschine ein Image erstellt. Dieses Image wird dann probeweise auf diese Maschine installiert, personalisiert, die Daten werden migriert und irgendwann findet dann mal die Übergabe an den Nutzer statt. Und jetzt ändert sich dann mit einem neuen Lifecycle, kommt ein neues Gerät ins Unternehmen. Dann müssen wir den ganzen Prozess schon wieder durchlaufen. Das Image wird immer größer, mehr Treiber müssen reingepackt werden. Und dann kommt der nächste PC, vielleicht irgendein Chef, der will jetzt noch ein ganz besonderes Gerät haben, dann muss das Image auch wieder angepasst werden. Und so wächst und wächst und wächst dieses schöne Image und Sie haben immer wieder diesen Testlauf, den Sie halt eben auf 5, 6, 7, 8 Geräten machen müssen, bis das letztendlich irgendwann ein riesen Image ist und Fehler sind letztendlich bei sowas in der Regel vorprogrammiert. Ja? Deswegen, für mich ist das der alte Weg. Ja? Das ist die Kutsche. Ja? Viele fragen sich dann natürlich, warum kann das nicht so einfach sein wie mein Smartphone? Ich gebe das dem Mitarbeiter, der packt das aus, dann habe ich mein Apple Device Enrollment Programm, alles provisioniert sich selber und nach 6 Minuten kann der Mitarbeiter mit seinem Gerät telefonieren und auf die Dienste zugreifen. Warum klappt das nicht mit Windows? Klappt mittlerweile. Das heißt also, wenn wir jetzt diesen Autopilot-Prozess verwenden und dieses moderne Desktop-Deployment verwenden, dann spare ich mir halt eben sehr, sehr viele Schritte. Ich brauche keine Image-Erstellung mehr. Ich muss keine Treiber mehr für die ganzen Geräte zusammenstellen, die mir irgendwo von irgendwelchen Internetseiten runterladen. Ich brauche das Ding nicht mehr zu betanken. Ich brauche die ganze Infrastruktur nicht mehr. Der STCM, den brauche ich nicht mehr. Den Vesus brauche ich nicht mehr. Und es soll auch IT-Abteilungen geben, die die persönliche Übergabe an den Avenda nicht mehr mögen. Die ist dann auch futsch, weil das Gerät wird einfach an den Mitarbeiter geliefert, im besten Falle. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch diese 2 Schritte. Wir haben Auspacken, Einschalten eines Windows-PCs. Wir wandeln das Gerät mit Autopilot um in ein Unternehmensgerät und das Gerät ist sofort produktiv einsetzbar und funktioniert. Diese zauberhafte Technologie ist der Windows-Autopilot. Ich habe das mal in so einer kleinen Grafik hier letztendlich schön übersichtlich dargestellt. Sie können halt eben mit den Microsoft 365 Cloud-Diensten einmal diesen kompletten Prozess durchlaufen. Wir haben halt eben einerseits das Ökosystem, das heißt, Sie kaufen den Rechner, dann wird er produziert beim OEM, beim Disti, wird dann letztendlich geliefert. Und hier fängt dann, ich sag mal, der Autopilot eigentlich als solches an. Sie provisionieren den Rechner mittels Intune und Azure Active Directory. Dadurch wird der PC aktiviert, die Apps werden draufgezogen über Office 365, beziehungsweise wenn es Windows-Applikationen sind, auch über den Windows Store for Business. Sie haben Windows Update for Business, das heißt also, Sie haben das Patch-Management. Das ist dann dieser Prozess. Und ganz zum Schluss, wenn der PC halt eben nicht mehr gebraucht wird, dann wird er halt eben resettet. Und kann dann letztendlich einem neuen Mitarbeiter gegeben werden und über diese Autopilot Deployment Instanz letztendlich nochmal an den neuen Mitarbeiter ausgegeben werden. So, jetzt habe ich mal diesen Prozess, wie das letztendlich im Einzelnen funktioniert, bei der Bächle auch mal mitgebracht. Also wir fangen mal hier an. Im Idealfall kaufen Sie den Rechner dann bei uns. Und wenn der Rechner dann gekauft wird, dann kriegen wir von dem Hersteller, der halt eben diese Hardware liefert, die Device-IDs. Das sind, ich nenne es mal, eindeutige Fingerabdrücke. Bei Microsoft sind zum Beispiel die Seriennummern der Surface-Geräte. Und diese werden dann in diese Autopilot-Datenbank, diese globale Datenbank letztendlich abgelegt.
Und parallel dazu liefern wir halt eben diesen Rechner direkt an den Mitarbeiter. Ja, das heißt, der Mitarbeiter packt dann letztendlich nur noch sein Gerät aus, verbindet das Gerät bei sich zu Hause, im Flugzeug, im Starbucks oder wo auch immer, mit dem Internet und deployt das Gerät letztendlich aus der Cloud heraus einmal komplett. Ja, und dazu findet dann halt eben mit dem Intune, das ist halt eben die MDM-Instanz, die dahinter steht und die ganzen Prozesse ausführt, ne, ein Sync letztendlich dieser Datenbank statt, wo halt eben der Laptop dann erkennt, okay, ich bin dieses Autopilotgerät und ich muss jetzt halt eben auf diese Art und Weise provisioniert werden. Ja, das heißt, der IT-Administrator muss letztendlich nur noch das hier machen. Der konfiguriert dieses Windows-Autopilot-Profil, legt halt eben fest, welche Policies auf die Geräte wirken und legt dann halt eben ferner noch fest, welche Apps auf das PC, auf den Laptop ausgerollt werden sollen. Und dazu gibt es halt eben dann auch, oder was jetzt aktuell an Status Quo-Szenarien verfügbar sind, ganz zu Anfang mit der Version 17.03 ist dieser sogenannte User-Driven-Mode verfügbar gewesen. Das ist das, was ich gleich auch in der Click-Demo zeigen werde. Also wirklich der Mitarbeiter, wie ich es eben erklärt habe, packt das Gerät aus. Mit einer minimalen Benutzerinteraktion wird es dann letztendlich provisioniert. Was wir dann halt eben hatten, das ist dann mit der Version 17.09 und höher dazu gekommen. Der User konnte eigenständig sein Gerät zurücksetzen und in dieser Autopilot-Sequenz wieder zurücksetzen, um dann halt eben den Provisionierungsprozess noch einmal durchlaufen zu können. Ja, zum Beispiel, wenn das Gerät einen Fehler hat oder wenn das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, das sind zum Beispiel typische Anwendungsszenarien. Ja, was dann mit der Insider-Version 17.6.7.2 dazugekommen ist, das war dann der Remove-Reset. Das heißt, der IT-Administrator kann über das Intune das Gerät genauso zurücksetzen wie der User. Ne? Sie klickt dann einfach nur Remove-Wipe ein und dann wird das Gerät in diese Autopilot-Task-Sequenz wieder zurückversetzt. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir auch ein Gerät self-deployen können, also so Kiosk-Geräte zum Beispiel. Beispiel, man geht ins Kaufhaus und da stehen dann diese kleinen Tablets, die einen den Weg weisen oder zum Beispiel die Shopping-Seite von irgendeinem Kaufhaus anzeigen. Und diese Geräte können Sie dann halt eben wirklich ohne Benutzerinteraktion direkt self-deployen. Das wird einmal angestoßen und danach können Sie dann gehen, Kaffee trinken und das Gerät deployt sich, die Website wird hochgefahren oder diese Applikation wird ausgeführt. Was in meinen Augen das Ganze wirklich Enterprise-ready gemacht hat zum jetzigen Zeitpunkt, ist der Hybrid-Join. Ja, es gibt halt eben leider sehr, sehr viele Unternehmen noch, die ein lokales Active Directory nutzen. Ja, das wird sich wahrscheinlich auch auf lange Zeit erstmal nicht ändern. Und mit diesem Hybrid Azure AD Join ist es dann halt eben möglich, die Rechner sowohl in das Azure Active Directory hineinzubringen, als auch direkt während der Provisionierungssequenz in das lokale Active Directory hineinzujoinen. Ja, und letztendlich, das ist dann so die letzte Funktion, die aktuell hinzugekommen ist, ist dann Autopilot für Existing Devices. Ich nenne das immer so ein bisschen sarkastisch das letzte Szenario für den SCCM, bevor er abgelöst wird. Ja, weil damit können Sie dann halt eben Windows 7 Rechner noch einmal über eine Task-Sequenz auf Windows 10 hieven und dann halt eben mit dem Autopilot provisionieren und theoretisch, weil das Gerät dann halt eben auch in Autopilot drin ist und für immer damit verheiratet ist, sofern Sie das halt eben möchten, können Sie dann, wenn alle Rechner von Windows 7 auf 10 gehievt sind, den SCCM abklemmen und alles weitere über Intune machen. Wie funktioniert dieser Hybrid Azure AD Join? Das muss man sich letztendlich, ich habe das auch wieder so diese Grafik mitgebracht, vorstellen. Der Mitarbeiter entpackt oder packt sein Gerät aus und diese Hardware-ID, die liefern wir, die setzen wir dann in den Tenant vom Kunden hinein. Das heißt, er wird dann quasi für diesen Autopilot Deployment Service registriert und erkannt. Ja, so. Darüber erhält der Laptop dieses Mitarbeiters das Deployment-Profil. Es findet ein MDM-Enrollment statt. Das ist jetzt ganz wichtig an der Stelle. Früher, bevor halt eben dieser Hybrid-Join gekommen ist, ist das Gerät schon komplett im Azure AD damit registriert gewesen mit dem MDM-Enrollment. Weil wir aber technologisch halt eben erst in das Active Directory hinein joinen müssen und danach erst in das Azure Active Directory hinein joinen können, findet hier erstmal nur das MDM-Enrollment statt. Das heißt, das Intune kriegt letztendlich nur mit, dieser Rechner kommt gleich in das Azure AD hinein. Aber er wird noch nicht in das Azure AD hinein registriert. Ja. Parallel dazu, das ist dann halt eben so ein architektonischer Schritt, der muss vorher gegangen werden, wird auf einem separaten Server, der eine Berechtigung hat, auf den AD, auf den Domain-Controller zu schreiben und dort Computerobjekte anzulegen, ein kleiner Offline-Domain-Join-Connector installiert.
Und dieser Connector sorgt letztendlich nachher für den eigentlichen Join. Ja, weil das Intune empfängt die Signale von diesem Connector und gibt dem Rechner halt eben den Paketbefehl, joine bitte jetzt in das Active Directory hinein. Das heißt, sie geben dann ihre AD-Credentials ein und wird der User quasi in das AD gejoint, startet einmal neu und beginnt dann oder geht dann weiter in der Provisionierungssequenz. Ja, das heißt, er kriegt dann erstmal die Corp-GPOs und was da halt eben alles noch im AD mit verteilt werden soll. Und erst dann letztendlich kommt im Intune halt eben der Rest über Policies und sonstige Apps, die sie halt eben verteilen. Ja, und das ist dann quasi diese Verheiratung, die da halt eben stattgefunden hat. Und da haben wir tatsächlich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht, dass Autopilot da halt eben auch mittlerweile das Mittel der Wahl ist, um halt eben dann PCs der Zukunft zu enrollen. Hier ist nochmal kurz dargestellt, wie die Sequenz aussieht, wenn ich halt eben so einen Windows 7 Rechner habe und den auf Windows 10 hieven möchte. Na, ich habe halt eben hier meinen SCCM Server und über den Agent kann ich dann halt eben eine Task-Sequenz programmieren. So, die sieht vereinfacht formuliert so aus, mach bitte ein Backup meiner Known Folder auf OneDrive, ne? Mach ein In-Place-Upgrade von Windows 7 auf Windows 10. Ne, konfiguriere den Rechner bitte für die Autopilot-Provisionierung, registriere das Gerät in Autopilot und enrolle es dann. Das heißt also, ne, nachdem das Windows 10 drauf installiert worden ist, werden dann halt eben alle Apps, alle Policies auf den Rechner provisioniert. Der Mitarbeiter hat dann seine ganzen Daten im OneDrive und danach hat Intune dann quasi die MDM-gebende Instanz. Verwaltung des Ganzen findet an vier Stellen statt. Ne, ich sage nicht, dass das jetzt an allen vier Stellen gemacht werden muss, na, aber man kann es. Ne. Sie können zum jetzigen Zeitpunkt die Hashwerte oder die Seriennummern der Geräte über den Windows Store for Business hinzufügen, können dort letztendlich auch das Autopilot-Profil direkt hinzufügen. Ja, Sie können es natürlich auch ganz klassisch über Microsoft Intune machen, dort denselben Prozess vollziehen. Wir als Bechtle, wenn Sie halt eben CSP-Partner bei uns sind, können halt eben über das Partnerportal auch direkt in den Kundentenant die Hashwerte hochladen. Das macht natürlich bei sehr, sehr großen PC-Bestellungen Sinn. Und dann müssen Sie das nicht machen, sondern wir können es quasi direkt automatisiert in den Tenant hochladen. Oder halt eben ganz klassisch, das ist auch noch ein Weg, den empfehle ich in der Regel, aber nicht über das Admin Center von Microsoft 365. Das ist ein bisschen umständlich. Also eigentlich, ich sag mal, sind diese drei Wege von mir favorisierten, je nach Szenario. Jetzt mal eine kleine Klickdumme des User-Driven Mode. Ist jetzt ein Hyper-V gemacht, freundlicherweise von Microsoft zur Verfügung gestellt, diese Klick-Demo. Die Interaktion des Benutzers ist letztendlich jetzt hier, er wählt die Sprache und die Region aus, in der er sich befindet. Muss sich dann halt eben zwangsläufig mit einem Netzwerk verbinden, ansonsten funktioniert der Autopilot nicht. Aber sobald diese Netzwerkverbindung da ist, findet ein kurzer Abgleich mit dieser globalen Autopilot-Datenbank statt und der Rechner kriegt sofort dieses Signal, du bist jetzt ein Autopilot-Device, ne, und startet dann halt eben diesen Setup-Vorgang für den Autopiloten. So, jetzt sieht man halt eben hier, ne, das Gerät zeigt direkt die Personalisierung des Tenants an. Also da könnte jetzt jedes x-beliebige Logo des Kunden stehen. Ne, man gibt dann nur noch den Benutzernamen, das Kennwort ein. Man kann mittlerweile sogar Geräte auf einen User primen. Das heißt also, der User wird direkt begrüßt mit Hallo Max Mustermann, bitte gebe nur noch dein Kennwort ein, dann können wir loslegen. Ne, das ist auch sehr schön. Und hier sind wir eigentlich jetzt in dieser eigentlichen Autopilot-Provisionierungssequenz. Ne. Das ist letztendlich, wenn man es so sehen will, das ist der Autopilot von Windows. Ja, diese Statusseite, wo halt eben die Apps auf den Rechner provisioniert werden, wo die Policies adaptiert werden und der Rechner ready gemacht wird. Ja, und dann sieht man halt eben nur noch diesen Status-Screen, der eigentlich immer kommt, wenn man sich im Rechner das erste Mal einloggt. Und wenn es dann mal irgendwann nach ein paar Minuten fertig ist, dann sieht man dann den Desktop. Jetzt hier in dem Szenario ist dann auch noch eine PIN-Nummer definiert worden, die eingegeben werden muss. Das war dann die Policy.
quasi jetzt so der letzte Setup-Schritt, der gemacht wird. Die Sicherheitspolicy wird auf den Rechner übertragen. Und hier ist dann halt eben eine Policy gesetzt, die Windows Hello required. Das heißt, er muss jetzt eine PIN zwangsweise eingeben, um das Gerät sicher zu machen. Und da ist der Desktop. Und das ist letztendlich jetzt in Lite-Format der ganze Autopilot. Ja, Sie können da mittlerweile jede beliebige MSI-App, jede Win32-App bis, ich glaube, 8 GB aktuell hochladen. Das heißt, auch eine halbwegs reduzierte SAP-GUI lässt sich damit mittlerweile deployen. Ja, Sie können halt eben Pakete packen, können da halt eben auch Installationsbefehle mitgeben. Auswählen soll es auf 32-Bit, soll es auf 64-Bit installiert werden. Also Sie haben da mittlerweile wirklich eine vollwertige Ersatzmöglichkeit für einen SCCM-Server. Und ich sag mal, ich habe jetzt mittlerweile schon sehr, sehr viel Spezialsoftware auch so in wirklich handwerklichen Betrieben, so Fertigungssoftware auf Rechner deployed. Das geht mittlerweile alles wirklich sehr, sehr komfortabel und sehr, sehr gut, dass man halt eben diese Pakete halt eben relativ unbürokratisch schnüren kann. Und ich sag mal, wenn man zum Beispiel ein altes Softwareverteilungssystem ablöst, wie zum Beispiel DSM, die Befehle hat man in der Regel alle noch, die muss man einfach nur eins zu eins rüber kopieren und dann lassen sich auch solche Pakete auf die Rechner verteilen. Wie sieht die Zukunft aus? Es soll ja auch mal Freunde geben, die Betankenstraßen lieben. Auch da tut sich ein bisschen was. Hintergrund ist halt eben einfach der folgende, jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben irgendein Unternehmen, was 30 GB an Daten oder so, an Apps und Software auf den Rechner verteilen möchte, und ich meine, wir kennen alle so ein bisschen die Internetleitung der Standard-User zu Hause. Das kann nicht immer, ich sag mal, von Vorteil sein, wenn man solche Datenmengen über eine private Internetleitung mit 16 Mbit oder so schickt. Ja, und da gibt es dann halt eben dieses sogenannte Windows Autopilot White Glove. Ne, da wird halt eben oder werden mehrere Geräte über ein PXE-Boot vorprovisioniert, das heißt vorprovisioniert, und dann halt eben den Großteil der Apps werden dann halt eben auf die Rechner schon geschoben, ne, fertig installiert, und der Mitarbeiter loggt sich letztendlich nur noch einmal in den Rechner ein und dann ist alles fertig deployed. Was jetzt aktuell in der Public Preview ist, was ich sehr begrüße, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch, wo es keine Alternative über eine Policy gibt, sind native ADMX-Templates für Windows 10 und Office 365 bzw. Office 2016. Darüber können Sie dann halt eben gewisse Registry-Einträge setzen, wie zum Beispiel, wenn der User sich das erste Mal auf seinen Rechner einloggt, sorge bitte dafür, dass automatisch der OneDrive im Hintergrund mit konfiguriert wird. Das heißt, da muss dann auch kein Konfigurationsaufwand mehr stattfinden. Was ebenfalls, wie ich finde, das Wichtigste aktuell ist, was jetzt gekommen ist, die Security Baseline für Windows 10. Auch ist verfügbar für alle Systeme mit 18.09. Das ist halt eben wirklich so ein Basisset an Sicherheitsrichtlinien, um halt eben Rechner wirklich konform und super safe abzusichern. Da kann man letztendlich einmal alles durchkonfigurieren. Es wird von Microsoft auch schon eine gewisse Konfiguration vorgegeben. So in der ersten Zeit, also ich meine, es ist noch in der Public Preview, sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die muss man tatsächlich noch ein bisschen nachjustieren. Sonst hat man halt eben wirklich, ich sag mal, dass man, wenn man eine App startet, immer wieder sich authentifizieren muss oder so. Aber da es halt eben Preview ist und sowas immer schön über User Voice gemeldet wird, gehe ich mal davon aus, wenn es dann ready ist, wird es nicht mehr der Fall sein. Also man sieht auch schon hier, ich habe jetzt 3 Screenshots dafür gebraucht, um das Ganze so ein bisschen abzudecken, was da alles drin ist. Das ist wirklich eine Menge drin in dieser Baseline. Ja, und das ist für mich letztendlich der Mustang. Ne? Das ist die neue disruptive Technologie, die letztendlich, wenn es nach mir geht, den SCCM jetzt schon ablöst, aber spätestens 2026, wenn er dann wirklich aufgekündigt ist, wird es dann eigentlich auch keine andere Wahl mehr geben, einen Desktop-Client oder einen Laptop oder welches Device auch immer wir dann bis dahin haben, aus der Cloud raus zu deployen. Und wenn Sie jetzt noch irgendwelche Fragen haben, dürfen Sie die jetzt stellen. Immer über ein normales, lokales AD verfügt und über ein Azure AD, kann man dann jetzt die technische einsetzen? Ja,
Da wird quasi dann ein Sync gemacht. Sie haben ja dann in der Regel wenn Sie Office 365 Dienste nutzen, haben Sie ja eben AAD Connect. Da wird dann einfach nur noch kurz hinzugefügt, dass jetzt Rechner auch in das Azure AD hinzugefügt werden. Und dann können Sie das ganz regulär nutzen. Treffen Sie ja vorher dann auch noch von der lokalen AD-Umgebung Manager? Ja. Sie können sogar, ich sag mal, in Intune eine Policy festlegen, wenn Sie jetzt sagen, ich habe noch irgendwelche GPOs, die ich wirklich jetzt on-prem verteilen muss oder so, lassen die sich halt eben auch so einstellen, dass sie da keine Konflikte mehr haben. Aber ich sag mal, in der Regel gehe ich dazu über, dass ich tatsächlich dann über diese ADMX-Templates in Intune die GPO nachbaue oder halt eben einfach die GPO exportiere und dann über eine XML-File auf den Rechner dann verteile, wie die GPO dann quasi komplett löschen in der Offline-Welt und dann halt eben nur noch die Mitgliedschaft im Azure, im AD haben. So, Entschuldigung. Weitere Fragen, bitte. Welche Pfandpreise werden zwischen den Clients und den Intune benötigt, um dieses Provisioning durchzuführen? Mir fehlt nämlich in dem Bild noch ein wunderschöner Teil, wenn Sie die Straßen noch dazu tun, ja, an vielen Stellen so wie zu den Pferdewagen geblieben sind, dann nützt Ihnen das Auto gar nicht. Da haben Sie tatsächlich recht. Also ich sag mal, wenn Sie jetzt eine 16M-Mitleitung haben, reicht das letztendlich. Also das habe ich selber schon mit, ich sag mal, Software-Packages, die alle um die 4 bis 5 GB waren, gemacht und war dann in der Regel so nach einer Dreiviertelstunde durch. Und für Standorte mit 500-600 Clients brauche ich jetzt 500 Fahrkräfte. Da muss ich jetzt wiederum sagen, das ist nicht das Ziel des Autopiloten. Der Autopilot ist dafür da, dass der Mitarbeiter das Gerät zu Hause provisioniert. Ja, aber in SCCM möchte ich ja ablösen mit ihrer Möglichkeit und SCCM habe ich on-premise, damit ich eben meine große Umgebung damit managen kann. Ja, und jetzt fällt also das halt eben weg. Eine Caching-Lösung oder? Das wäre dann dieses White Glove, was Sie dann hätten. Und das ist dann alternativ die Betankungsstraße aus der Cloud heraus, wo Sie die Rechner vorprovisionieren und dann halt eben an die Mitarbeiter rausgeben. Auch für Batch-Deployment und Software-Deployment. Genau. Nachträglich. Du wolltest noch was ergänzen? Genau. Wichtig dafür sind zwei Dinge, die ich tun kann. Das eine ist, die sogenannte Deployment Optimization zu aktivieren, beziehungsweise nicht so abzuschalten. Das heißt, dass ein Austausch zwischen zwei Clients, in dem Fall gerade die Patches angeht, also das heißt, dass ich einen Patch zum Beispiel nur einmal über die Leitung, also über die Warnleitung ziehe und dann in meinem lokalen Netzwerk verteilen kann. Also Stichwort Warn Accelerator geht in die Richtung. Und das bringt mich zu dem zweiten Punkt, nämlich zu dem Stichwort, entweder ich habe einen Warn Accelerator, dann habe ich das Problem weniger, oder ich nutze eine Built-in-Windows-Funktionalität, die sich Branch Cache nennt. Das ist ein Enterprise-Feature, also wer Windows Enterprise nutzt, kann das über eine Group Policy zum Beispiel aktivieren, wo dann nicht nur die Patches, sondern alle Daten, die über das Netzwerk gehen, entsprechend optimiert werden. Aber das ist tatsächlich dann eher ein Szenario, was ich Richtung White Glove sehen würde, was also jetzt mit der nächsten Windows-Version kommt. Wenn Sie halt eben wirklich sagen, ich möchte die Rechner nach wie vor bei mir im Unternehmen einmal durchprovisionieren, ne, und dann halt eben erst an die Mitarbeiter ausgeben. Weil dieses reine Autopilot-Szenario ist tatsächlich eigentlich, dass es der User selber macht. Bitte. Eine kurze Frage zu der OEM-Software. Also wenn wir die Geräte von einem OEM nehmen, ja, die haben meistens irgendwie Software dabei. Ja. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Also Sie können, je nachdem, wo Sie halt eben die Geräte bestellen, die Geräte mit einem sogenannten Signature Image bestellen. Das kostet je nach Hersteller Geld. Soll jetzt hier nicht eine Microsoft-Werbeveranstaltung sein, aber ich sag mal, da gibt es das gratis, dieses Signature Image. Da haben Sie dann keine Bloatware drauf. Es gibt aber auch noch die andere Möglichkeit, ich sag mal, bei den Geräten, wo das dann halt eben wirklich der Fall ist, über eine Intune Policy, die OOBE Experience zu deaktivieren, dann wird quasi beim Provisionieren direkt ein Befehl mitgegeben, dass diese ganze Bloatware nicht runtergeladen wird. Weil dann sehen Sie nur noch so Kacheln mit so einem Pfeil nach unten und die werden dann nicht mehr runtergeladen. Genau, das muss dann beim Hersteller separat beantragt werden und ich glaube bei Lenovo sind es $1 bis $2 oder so pro Gerät, die halt eben verlangen, um dann so ein Clean Image bereitzustellen. Bitte. Wie kommen alle HP-Hersteller an?
zum jetzigen Zeitpunkt zumindest die großen. Also HP bietet es an, Dell bietet es an, Lenovo bietet es an, Microsoft bietet es an und Fujitsu bietet es an. Bitte? Ja. Wenn dann auch Patchable verteilt werden? Ja. Also Sie können halt eben Windows Update for Business machen, das heißt also Sie können eine Windows Update Policy konfigurieren, wo Sie halt eben sagen, in welchem Turnus die Updates halt eben verteilt werden sollen. Ne, was der Herr Schulte eben gesagt hat, dann halt eben auch, dass die Rechner sich untereinander die Patches dann austauschen dürfen, um halt eben Bandbreite zu sparen. Sie können aber natürlich auch, wenn Sie jetzt ein Programm haben, was patchen wollen, dann wird halt eben einfach die neue Version hochgeladen und dann installiert halt eben Intune durch den Versionsabgleich halt eben die neue Software drüber und patcht somit dann halt eben. Weitere Fragen? Ja. Skriptbasierte Installation möglich? Was heißt denn skriptbasierte Installation? Ja, wenn ich mittels PowerShell-Skript mehrere Steps in einer Installation nachdenke, auch konfigurieren möchte. Also Sie haben die Möglichkeit, PowerShell-Skripte über Intune zu verteilen. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, ich möchte zum Beispiel Software 1 so installieren, Software 2 so installieren, dann können Sie halt eben die Software, sage ich mal, jetzt auf einen Azure Blob Storage ablegen, ne, oder halt eben auf einen internen File-Share und dann halt eben über ein Installationsskript, das Sie auf den Rechner verteilen, halt eben den Prozess anstoßen. Das wäre möglich. Ne, aber jetzt direkt eine Task-Sequenz festlegen, wie das im SCCM ist, dass halt eben erst das passiert, dann das, das ist nicht mehr möglich. Das sind halt eben so die Features, wo ich sage, das wird dann wahrscheinlich jetzt nach und nach deployed. Irgendwann wird das wahrscheinlich auch in Intune geben, weil es soll ja abgelöst werden. Und von daher gehe ich mal davon aus, wenn es jetzt nicht ein Feature ist, wo viele Kunden sagen, das brauchen wir eigentlich gar nicht, dann wird es wahrscheinlich auch in Intune Einzug erhalten. Bitte sehr. Was für Voraussetzungen brauchen Sie da irgendwie lizenzmäßig? Lizenzmäßig brauchen Sie eine EMS-Lizenz in der Version E3 oder eine Intune Standalone-Lizenz und eine Azure AD Premium P1-Lizenz oder jeder M365-Plan. Weitere Fragen? Bitte. Eigene Applikation kann ich, wie gehabt, genau, da gibt es einen kleinen Packager, das ist ja in der Regel wahrscheinlich eine Exe-File oder eine MSI-File, die Sie dann haben. Ne, die wird dann mit einem kleinen Packer, wird die halt eben eine Intune-Bin-Datei umgepackt, dann werden halt eben die Steuerbefehle dazugegeben, um die zu verteilen, ne, in der Regel Silent-Installation oder so, und dann laden Sie das ins Intune hoch, sagen halt eben, welche Sicherheitsgruppe das erhalten soll, und dann wird es auf die Rechner verteilt. Was mache ich dann, wenn ich zum Beispiel ein Revit habe mit allen Plugins, was, sage ich mal, 15 GB hat, der vorher meint, geht nur bis 8? Da kommen wir dann jetzt gerade zu den Grenzen. Das ist halt eben aktuell noch nicht möglich. Ne? Kommt wahrscheinlich auch, dass demnächst größere Pakete hochgeladen werden können. Ne? Aber momentan sind wir halt eben bei der Limitation. Das Hochladen von den Benutzerdaten, wie zum Beispiel Desktop-Eigentum oder sonst irgendwas, nur bei der Migration von 7 auf 10 oder kann ich das auch jetzt im normalen Lifecycle? Was meinen Sie jetzt mit Icons, also diese Desktop-Icons oder so? Also die werden tatsächlich nicht mitmigriert. Das heißt, der User hat wirklich einen reinen Desktop, was sie natürlich machen können, über ein Skript, was ich gerne mache, dann halt eben die Apps, die dann installiert werden, die Verknüpfung einfach manuell platzieren lassen. Das sind dann so Workarounds, weil nicht jedes Programm unterstützt das halt eben, das Desktop-Icon. Es gibt auch noch so, ich sag mal, Quick-and-Dirty-Methoden, wo dann die MSI nochmal kurz angepackt wird und der halt eben nochmal mitzugeben, packt das Desktop-Icon drauf, wenn du dich installierst. Aber in der Regel die sauberste Version ist das, über ein PowerShell-Skript zu machen, die Verknüpfung einfach hinzufügen. Sie können aber auch, ich sag mal jetzt Startmenü zum Beispiel, ne, das können Sie direkt durchcustomisen, können halt eben sagen, ne, folgende Apps bitte in das Startmenü mit reinnehmen über eine XML-File. Ne, Sie können auch die Taskleiste customizen, also da gibt es dann auch verschiedene Möglichkeiten, sowas anzupassen. Im Grunde genommen ist das Ziel, dass derjenige entweder einen Blanko Windows 10 kriegt, der hat sein OneDrive eingebunden. Ja. Genau, das ist halt eben jetzt, wenn ich vom Modern Workplace-Gedanken ausgehe, halt eben, man hat eigentlich nichts mehr auf dem Desktop liegen. Ne? Man hat alles im OneDrive liegen, weil das ist natürlich der Vorteil dann, wenn der Rechner irgendwann mal kaputt geht, einfach neuer Rechner über Autopilot provisionieren und dann hat er seine gewohnte Benutzerumgebung und seine Daten wieder vorhanden. Weitere Fragen? Dann scheine ich alle Klarheiten beseitigt zu haben und wünsche Ihnen noch einen schönen und erfolgreichen Tag hier auf den C-Days.
Ah, das war Michael Starowski, Consultant bei der Wächle in Köln. Wie gesagt, wenn euch das Thema interessiert, dann ganz einfach in die Shownotes unten reinschreiben oder aber ihr schreibt mir eine Mail. Natürlich würde ich mich hier auch freuen, wenn ihr mir ein paar Kommentare hinterlasst, wie euch das Medium gefällt, ob euch der Vlog gefällt, ob ihr vielleicht andere Ideen habt, was ihr benötigt. Und ja, ich würde sagen, ich bin raus. Bis zum nächsten Vlog. Euer Torben. Ciao.